Ja, auch hat es mir bereits über alles aufgeklärt. Du bist ja in ein ordentliches Schlamassel reingeraten, Futi. Also redest du hiervon? Das ist doch der alte Stein, den ich im Wüstenresort gefunden habe, oder? Genau, also hat es tatsächlich etwas mit dem Drachenbuchmann zu tun? Gewiss. Bei meiner Nachforschung über die Drachenstiege habe ich herausgefunden, dass ihnen ihr Materialien verbaut wurde, die auf dieselbe Epoche einweisen, aus dem auch dieser Dunkelstein stammt. Das waren eigentlich meine Nachforschungen. Wow, das war gute Arbeit. Also dann können wir jetzt wirklich vom Glück reden, dass Team Plasma vorhin nicht auf diesen alten Stein aufmerksam wurde. Das kannst du laut sagen. Wir können jetzt wohl ganz sicher ausgehen, dass diese Halunken den Drachenstein gestohlen haben, weil sie vorhatten, das legendäre Tramon wieder zu erwecken. Na gut, Fudi, dann nimmst du jetzt den eigenen Augenblick, den Dunkelstein an dich nimmst, weil dies, dass du N zum Kampf stellen musst, wenn mir etwas zustößt. Bist du selber im Klaren? Das nehme ich als Beweis für deine Entschlossenheit. Gut, das passt mir. Dann passt mir schön darauf auf. Hier, nimm. Ja, Dunkelstein. Toll, jawohl. Und damit. Ja, eineinhalb Minuten lang mal nichts geredet und. Ja. Willkommen zurück zu Terroristisch sprechen. Nein, ich bin nicht verurteilsvoll. Also, willkommen zurück zu Pokémon Weiß Edition. Hier in Septerna City, wo wir den Dunkelstein bekommen. Und ja, jetzt wieder in Richtung Nevario City aufmachen. Ein Glück, dass ich meinen Tranquil mit hab. Weil irgendwie musste ich ja hierher kommen und ich hatte keinen Bock, den ganzen Weg zu laufen. Deswegen ist es eigentlich ganz praktisch, dass ich fliegen kann. Es fühlt sich wie Fliegen an. Das Lustige dann ist jetzt ja, ich muss ja nach Twin Drake City, meiner Lieblingsstädte, weil sie ist einfach cool. Ich mag Twin Drake City mehr als diese andere Stadt da. Nicht Illumina, sondern Stratos City. Stratos City ist, ja, ist halt auch schön, aber nichts im Gegensatz zu Twin Drake City. Die hat einfach was Mystisches, was anderes, was ich schwer an Worte mein Mund redet zu schnell. Was mal wieder typisch ist. Weil. Ja. Gibt's noch andere außer Schnut Helms? Ich finde eigentlich selten, dass Schnuthelm nicht Typ Stahl ist, weil ich meine, es ist ein Stahlhelm. Aber. Das ist. Ja, das, genau diese Worte treffen mein jetziges Geschehen gerade am besten, weil. Obwohl. Ich setze einen Schutz ein, eindeutig. Weil. Einfach weil. Nimm's einfach so hin und gibt Ruhe. Verdammt nochmal. Schutz, 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 Schutz. Wo ist der Schutz? Wo ist der Schutz? Dunkelstein, Dunkelstein. Tralalala. Der Schutz, den ich noch hatte. Ja, super Schutz. 32 reichen. Nein, zweimal ist zwar beim nächsten Mal doppelt hält besser, aber in diesem Fall ist das überflüssig und wir können einfach. Ah, ich wusste, sowas kommt.
Ich wusste es. Ja, du willst kämpfen, oder? Ja, das ist in Ordnung. Ich hätte zwar sowas mir denken können, aber... warum nicht? Komm, los. Komm zu Papa. Mit deinem Beastbark. Wie schwächlich. Also ich habe ja mein Team ein wenig übertrieben mächtig trainiert. Übertrieben mächtig? Ja gut, das ist eine ordentliche Aussage. Los, Scharfax, mach es weg. Mach es einfach nur weg. Tu es weg, töten, töten. Bin ein wenig aufgedreht. Ich weiß nicht wieso. Es ist kalt, ich friere mir den Arsch ab, aber das ist eigentlich kein Grund, sich aufzuregen. Aber es wirkt. Habe ich jemanden von ihm besiegt? Nein, aber er macht trotzdem ganz schön viel Schaden. Mensch, stellt man sich mal vor, er hätte vorher ein Teammitglied von mir besiegt. Dann wäre ich am Arsch gewesen, was ich eigentlich jetzt genau auch bin. Ja, ich weiß nicht, dass ich in diesem Moment am Arsch war, weil ich mir unüberlegt einfach keine Gedanken gemacht habe, wie sonst auch immer. Ich werde den Durchbruch wieder verlernen. Ich habe es zuerst vor 2 Minuten oder so circa erlernt, also bevor ich die Aufnahme erstellt habe. Okay, erstellt habe, was ist das denn in Deutsch? Reden wir jetzt hier nicht über mein Deutsch, da können wir stundenlang drüber reden, weil das ist so schlecht. Oder so mickrig. Ups. Nein, ich bringe diesen Satz nicht zu Ende. Wikishita. 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 Da, ja, ich hab ne Marke. Na und lasst mich doch. Ich bin mit meiner Macke aufgewachsen und ich werde jetzt auch so schnell nicht los. Da ist es gerade mal Donnerstagabend, also Nachmittag. Abend ist es ja noch nicht, aber. Einfachen Funksprung ist es besiegt. Samnivora kommt rein und geht weg. Weil, was will es hier? Börde. Heißt auf Englisch Hex, also die englische Bezeichnung für die Attacke ist ja Hex. Was ich immer nicht seltsam finde, weil Hex, versteht sich, klingt immer nicht seltsam, wenn man es aus dem Deutschen eine andere Bedeutung damit verbindet als Hex. Börde. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Börde auf Deutsch bedeutet. Müsste ich jetzt nachschlagen. Ich weiß, nachschlagen. Und Bell, wer besiegt? Oh. Also ich habe ja im Gegensatz zu dir trainiert. Was du nicht hast, wie man sieht. Also, es geht ab. Ich nehme mal kurz einen Schluck, weil es gerade so passend ist und ich eine Überleitung brauche zu dem, was ich jetzt eigentlich tun wollte. Aber mit Schlucken war eigentlich allzu groß. Ich habe einen riesen Adamsapfel. Also mein Kehlkopf. Ich weiß nicht, ob man das als Adamsapfel bezeichnet. Aber ich lasse mich mal sagen, dass meiner mal so riesig ist. Ja, der war jetzt zweideutig bis zum geht nicht mehr. Ich will mir nochmal Nitro-Ladung holen. Gib mir Nitro-Ladung, gib mir Nitro-Ladung, gib mir. Du. Hat sich mich eben total abgehetzt, um ja, mal einen Modellrennlauf zu bauen, da bin ich ziemlich aus den Schützen gekommen. Jetzt brauche ich noch mal schnell auf Pause. Und gib dir Nitro-Ladung. Und was macht Jesus oder Gates da? Ich
weiß, dass Gezis ist. Ich habe ihn schon von Weitem erkannt. Was geht ab, Alter? Komm. Wie du es befohlen hast, Meister. Oh Gott, denselbe Stimme. Die geht mir immer so dermaßen auf den Geist. Ich bin zutiefst beeindruckt. Du hast also den Dunkelstern an dich bringen können. Meine aufrichtigste Anerkennung ist dir somit sicher. Stell dir nur vor, unser Meister N. Ach ja, ein ganz wahnwitziger Gedanke nagt an mir und lässt mir keine Ruhe. Es ist der Festanzeigung, tragen Pokémon einzunehmen, N. Dabei wollte ich auch bei Berufen, der deiner Held in dem Wege der Zeit gelegen und über dies von Kindern tragen. Bla 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 bla, lass uns allein. Verbreitung getroffen, törichte Pfeile, bla bla, 100, 1000%ig, keine Ahnung. Geh mir aus dem Weg, Alter. Was kein. Ich hab keinen Bock mit dir hier rumzustehen und auf nichts zu warten, weil du einfach zu keinem Entschluss kommst. Wenn du mich herausfordern willst, dann bitte! Selbst wenn du ein Team von Level 100 dann hast, kannst du mich nicht besiegen. So, vielleicht schon, aber... Nee. Nee. Kannst du nicht. Da hört mich einfach ein viel besseres Team. Aber dazu wird es wahrscheinlich sicherlich noch kommen, das Duell zwischen Jeezes. Hey, Pitcher, auf eine Position. Gleich kommt Ball Nummer 1. Bam! Wurde er das Item TM-Schleuder? Wie ich dir gerade an den Kopf gestoßen habe, ist übrigens. Nein! Darauf wäre ich nicht gekommen! Danke. Wie kann ich möglichst vielen Trotteln aus dem Weg gehen? So, würde ich sagen. Es geht ab. Wenn ich gewinne, musst du ein Pokémon an mich abtreten. Gut, welches willst du denn? Also, mal angenommen, es würde irgendwie eine Lage kommen, in der ich dir mein Pokémon geben würde, weil du es verdient hättest. Selbst wenn ich jetzt ein Flug-Pokémon, selbst wenn ich ein Elektro-Pokémon gerade vor mir hätte und du ein Boden-Pokémon, wäre ich trotzdem im Vorteil. Denn du bist ein Noob. Und ich bin ja Gott, Godfather of, keine Ahnung was. Du hast doch nicht mal die geringste Chance gegen mich. Mit deinem Rockerman und deinem... Ich hasse dieses Pokémon immer noch genauso sehr wie damals. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe und mir dachte, wieso Nintendo, wieso? Aber wir hatten in der letzten Folge schon genügend Lapdipontox-Geschichten. Und eine reicht. Selbst wenn du dich auf mich drauf schleuderst, werde ich dich trotzdem nicht lieben. Auch wenn du die geilsten Attacken könntest, ich werde dich nicht lieben. Ja, ich werde immer sehr melodramatisch, wenn ich damit anfange. Tut mir leid für alle die hier gerade zum ersten Mal auf diesen Kanal gucken und sich fragen, was tut dieser verrückte, hirnrissige Typ da? Hi, ich bin's. Willkommen auf dem Kanal. Und willkommen in Twin Drake City und... Oh, fuhr du hier lang? Na... Lang nicht gesehen. Geht's es, dieser Lügner. Mit seinem manipulativen Gerede. Genau. Wer nur uns ans Licht, wird das Licht führen.
Hört mich an, ihr guten Leute. Unser König in der Messe N hat seine Kraft mit den Länge der Pokémon vereint. Gemeinsam werden wir das Land der Verheißungen schaffen und uns in seine glorreiche Zukunft führen. Und so wiederholt sich die Legenden von der Gründung einer durch die Legende Drache. Was noch mehr zu sagen gibt, denn zu uns einfällig Menschen waren die Pokémon-Fähigkeiten inne, die ihre Vorstellungskraft bei weitem übersteuern. Ja, ich bin jetzt gerade ein wenig genervt von GZS, weil es war jetzt doch ein wenig zu viel GZS-Gerede auf einmal. Also ich meine, wir hatten jetzt gerade eben erst in der letzten Folge einen GZS-Part in der Wüste. Und jetzt hatten wir vor der Brücke, vor der Zylinderbrücke, hatten wir auch nochmal ein GZS-Part. Und der ging mir schon an die Nerven. Und jetzt auch nochmal, nee. Das muss echt nicht sein. Was ist die Pokémon? Keine Ahnung, bla bla, bitte nicht. Oh, hi. Was soll das Ganze? Wer hat er gesagt? Das ist doch Unsinn. Die eine Region entstand damals indem die Pokémon und die Menschen zusammengearbeitet haben. Falls die Menschen Pokémon. Ich hab den Schlaf gelöst. Vergessen wir doch ein Ding, was ich sagen wollte. Und diese. Wollen wir? Lange nicht mehr gesehen, Lilia und Lysander. Oh, Lauren, das Mädchen von neulich. Was ist das denn? So der Champion, der den Pokémon hier den Rücken gekehrt hat und seitdem die Länder unterstreift. Ich komme gleich zur Sache. Verratet mir alles über das legendäre Pokémon. Meinst du Reshiram oder Zekrom? Warum interessiert sich auch immer? Bei dem Gesprach vorhin hat dieser windige Jesus oder wie auch immer der heißt, vorhin gesagt, ein Trainer namens Ben von Reshiram wieder entdeckt hätte. Oh. Dieser Trainer hat mit dem Namen N. Was in dieser Trainer mit dem Namen N hat Fudi aufgetragen, das andere Pokémon zu suchen? Ich weiß nicht ganz genau, den N da, dieser komische Typ da. Bei den Kaffen gegen ihn kämpfen lassen. Was? Aber die Pokémon sind doch Freunde. Du ist es. Ja. Da sind es die Pokémon gegeneinander kämpfen lassen und sie tun das, damit sie Trainer und anderen noch besser verstehen. Also dann, ich mache oft so Pokémon, oder sollte ich besser sagen, ich kenne Hunde, ich kenne Leute zurück. Natürlich würde ich Ben besiegen. Ich werde ihm die Augen öffnen und ihm zeigen, dass die Welt so, wie sie jetzt ist, eine Welt, in der Pokémon Trainer Harmonie zusammenleben. Und was dich angeht, ich würde als Champ auf dich warten, also hol dir Ohren von Dundrak City ab und komm zur Pokémon Liga. Ich gehe mal vor, der Erinnerte von Tunic ist sehr stark. Also ich lasse mich auf euch, Lysander, Lilia. Peace. Out. Jetzt ist er weg. Alles in Ordnung? Er hat so ein finsteres Gesicht gemacht. Macht er keine Sorgen, Lilia. Er ist der stärkste in der Pokémon. Er hat seine Arena. Gut, aber dann haben wir richtig. Komm mit dem nach Hause. Danach kann ich dir was zeigen. So ein riesen Ass. Tut mir leid, den musste ich bringen. Er war einfach nur dämlich. Aber er musste gebracht werden. Oh, ich kann mich. Ich würde mich jetzt so gern. Ah, oh, herrlich. Diese Melodie findet sich die Hoffnung der Menschen in vergangenen Tagen wieder. Jetzt sollen sie zum Leben erweckt werden. Es ist nicht mehr weit. Sich. Hier ist es. Was geht ab? Zeit für eine kleine Geschichte. Nein. Bis zum nächsten Mal. Ich hab jetzt echt keinen Bock. Nein, ich will dich. Ich will dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.